Herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen noch eine Runde Call of Duty Ghosts im Singleplayer und wir sitzen auf dem Zug von Rourke oder im Zug. Hä? Was denn jetzt? Was ist denn jetzt? Okay, jetzt sehen wir. Ah, okay, weil ich dachte, letzte Folge, ne? Gehen wir hier schön auf den Zug von Rourke und wollen ihn erwischen. Und jetzt haben wir wohl die Perspektiven gewechselt. Ich weiß es auch nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall woanders. Überraschung! Soll ich die töten? Sind das unsere Kumpels? Ich weiß es nicht. Das sind unsere Kumpels. Okay, ich sollte nicht auf sie schießen. Das Ding ist, wenn wir keinen Hund dabei haben, können wir auch eh gleich wieder nach Hause fahren. Dann haben wir eh keine Chance. Also, dafür wurden die ja damals programmiert, ne? Für dieses Spiel. Damit man das überhaupt schaffen kann. So, was soll ich tun? Hier durch, hier einfach durch. Bams. Schon wieder Geschütze ausschalten. Da hat sich mal jemand was richtig überlegt, ne? Haben mal so nachgedacht, haben sie sich zusammengesetzt in so einem Konferenzraum, haben sie überlegt, was machen wir denn jetzt mal Neues? Lass uns doch mit Panzern. Lass uns doch, ich hab eine Idee. Lass uns doch mal mit Panzern irgendwo in eine Basis reinfahren. Und irgendwelche Geschütze ausmachen. Ja, ich bin ja dabei, Digga. Schreien wir nicht an. Oh. Oh. Bams. Oh, noch einer. Bams. Daneben. Bams. Oh. Das sind ganz viele Feinde, ne? Oh, shit. Wir sind gleich kaputt. Ja. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach gar nichts. Wo soll ich denn? Ich sehe nichts mehr. Es ist alles kaputt. Bin ich jetzt tot? Hallo? Okay, ich muss raus. Ich muss raus. Meine Kumpels sind tot. Helft mir. Wer bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt noch Logan? Okay, ich renne weiter. Wir stehen unter starkem Beschuss. Und wir haben keinen Hund dabei. Captain, Captain. Oh. Ja, ich versuch's ja. Oh. Oh. Okay, ja, ich bin dann hier oben drauf, wo ich gleich getroffen werden kann. Ist das für euch, ist das eine gute Idee? Boah. Das ist aber eine starke MG, du. Okay, ich mach die alle kaputt hier. Ich mach die alle kaputt. Okay. Wie cool, die hier alle verteilt sind, ne? Haben wir jetzt wieder ab, oder was? Ich dachte, wir machen hier noch ein bisschen Party. Was denn? Kann ich nach vorne gucken? Nee. Ich muss nach hinten gucken. Icarus, Bodenmission erfolgreich. Sie sind blind. Beginnen Sie den Angriff. Verstanden. Zweite Stufe abgetrennt. Nähern uns Ziel. Icarus, hier Kommando. Sie sollten jetzt Sichtkontakt zur Station haben. Wo gehen wir rein? Verstärkung, greife unsere Bodentruppen an. Lagebericht. Achtung, Merrick, wir haben es zur Station geschafft. Beeilung, Icarus. Haben hier unten schweren Beschuss. Icarus im Anflug. Es wird heiß. Oh yeah! Wir sind schon wieder mal geil. Darauf habe ich gehofft. Anzüge aktiviert. Shit. Kein Kontakt. In Deckung. Wo denn? Ah ja. 12 Uhr hoch. Wo? Q? Zum Weg nach unten? Space nach oben, okay. Ach du Scheiße. Okay, das war kein Feind. Hier aber. Aber hier im All ist ja so eine Sache, ne? Da ist ja nicht mit, der hat mir ins Bein geschossen. Ich muss mich mal kurz hinlegen. Das mit, er hat mir ins Bein geschossen. Ich bin sofort tot, weil mein Anzug kaputt ist. Wo sind denn noch Feinde? Da. Die was?
Okay, ich habe einen. Mit Q fliegen da unten. Krass. Es kommen noch mehr Ziele von der Zentralluke. Ich sehe nichts. Da, okay. Sofort ausschalten. So schön gedämpft alles, ne? Ist nicht so laut. Kann man sich mal entspannen, wenn man hier im All so rumfliegt. Wo sind denn... Wo, seht ihr noch Feinde? Kontakt, 1 Uhr. 1 Uhr, da. Nee. Wo? Wo denn? Macht sie fertig. Wahrscheinlich seht ihr schon die ganze Zeit den Feind. Nur ich nicht. Und ihr schreit mich die ganze Zeit an gerade. Da schießen die hin. Wo? Ah! Oh shit. Bin gleich tot. Bin gleich tot. Da ist noch einer, oder was? Guck mal, da schießen die alle hin. Da! Wie versteckt die Sau? Amelio! Hilfe! Wo muss ich hin? Ich kann nicht zielen. Ich kann nicht zielen. Was für eine Action! Oh mein Gott. Thompson, wir können nicht stoppen. Bewegung. Stoppen? Ich wollte doch gar nicht stoppen. Bin ich Thompson? Scheiße. Guck mal, ist alles kaputt hier. Ziele. 12 Uhr, hoch. Was ist das? Achtung, Icarus. Haben die Trägerflotte verloren. Lagebericht. Sind beim Kontrollraum. Wir nehmen jetzt den direkten Weg. Wir müssen die Außenwand durchbrechen. Wir müssen die Außenwand durchbrechen? Weiter Druck machen! Alter! Das ist echt nicht so einfach hier im All. Wo ist denn da schon? Ich sehe die immer nicht! Der liegt noch, okay. Da ist auch noch einer. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Hier, komm raus, du Sau. Komm raus, du Sau. Da! Tot! Da ist auch noch einer. Oh! Ich bin gleich tot, ich will nicht tot sein. Alter, sind das viele? Das muss ganz schön teuer gewesen sein, die alle ins All zu kriegen. Wo schießt denn da schon wieder einer auf mich? Mann, ey! Macht hier irgendein anderer überhaupt noch mit? Sie werden von einer ganzen Division angegriffen. Wir brauchen diese Station. Verstanden. Brechen jetzt durch. Wie denn? Die Leichen. Platziere meine Ladung. Ladungen platziert. Hoffentlich funktionieren diese Dinger hier. Wollen wir nicht weiter... Okay. Habe ich jetzt einen Sniper in der Hand? Sind die noch immer nicht alle tot? Sicher. Wir übernehmen die Steuerkonsole. Wo denn? Hier? Ah ja, von der Seite. Alles klar. Hab ich. Achtung, Merrick. Haben Kontrolle über die Station. Verstanden, Icarus. Übermitteln feindliche Position. Zeigt es ihnen. Okay. Geil. Satelliten 3, 4 und 8 geladen und bereit. Thompson, Abschluss einleiten. Okay. Oh mein Gott. Stelle Verbindung zur Zieldrohne her. Conectando. Cargando. Conectando, cargando, ta, ta, ta. Drohne erreicht Einsatzbereich. Oh, Mann. Icarus, Feuer auf schwer gepanzerte Bataillone konzentrieren. What? Zielerfassung online. Feuern, wenn bereit. Krass. Himmel. Geil. So eine ganz... Verstärkung neutralisiert. Ganz neue Art von, Raketenmodus in Call of Duty, wa? Feuer einstellen. Wiederhole, Verbündete auf dem Zug. Okay. Icarus, übertrage Panzerkolonne der Föderation. Vorsicht, sie sind genau über euch. Bam, bam, bam. Gute Arbeit, Icarus. Danke. Hab ich geübt. Heimlich. Guck mal, jetzt für eine Einheit baller ich nochmal aus dem Space mit so einer Riesenrakete. Bodeneinheiten werden flankiert.
Wert. Besteht Sichtkontakt? Sichtkontakt bestätigt. Ich mach die fertig, keine Angst. So. Gute Arbeit, Icarus. Lokale Truppen können sich um die restlichen Feindeinheiten kümmern. Bereiten Sie sich vor, verbleibende Föderationsschiffe bei... Icarus, warten Sie. Ja. Icarus, besteht weiter Sichtkontakt zum Zug Südwest? Bestätigt. Vorherigen Befehl ignorieren. Den Zug erfassen und feuern. Aber Sir, es sind Ghosts auf dem Zug. Der Befehl kommt von den Ghosts. Bestätigt. Wiederhole. Bestätigt. Auf den Zug feuern. Thompson, feuern, wenn bereit. What? Aber das bin ich doch selber auf dem fucking Zug da, Walker Logan. Das bin ich. Oh, shit. Dad hat uns viel beigebracht. Doch eine Lektion war besonders. Gute Männer definieren sich über ihre Entscheidungen. Logan und ich haben ein Versprechen gegeben. Den gefallenen Ghosts und Dad. Wir würden Rock schnappen und ihn aufhalten. Um jeden Preis. Auch wenn wir selber dabei draufgehen. 15 Minuten vorher, das habe ich mir gedacht. Sag Rock, wir holen ihn uns. Sag's mir doch einfach selbst. Du bist erledigt, Rock. Beenden wir's. Geil. Ich habe das Gefühl, wir überleben das nicht. Wow. Icarus scheint Kontrolle über die Stäbe zu haben. Bleibt nur noch Rock. Na los! Okay. Was ist das denn für ein abgefahrener Zug? War das nicht vorhin noch ein ganz normaler Zug? Rock muss vorne. Naja. Okay, wahrscheinlich müssen wir uns jetzt hier durchballern ein bisschen. Oh ja, und alles wackelt. Das finde ich toll. Ob es die Map wohl auch als Multiplayer-Map geben wird in einem DLC oder so? Mal gucken. Scharfschütze? Wo denn? Du denkst dir Sachen aus. Du denkst dir Sachen aus. Ich fall hier gleich runter. Du denkst dir Sachen aus. Oh, oh, ich muss nachladen. Das finde ich nicht gut. Das prangere ich an. Oh, der fällt runter. Ja, du kannst auch mal was machen, Hash. Genau. Geh du doch mal vor. Oh, ich sehe einfach nichts, weil es die ganze Zeit wackelt. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Oh, naja, geht. Wow. Meine Ladung in Deckung. Was? Ich bin doch in Deckung, quasi. Hash, nicht in den Weg laufen. Das hätte ich irgendwann ein Leben kosten. Auch noch. Da ist noch einer. Na, komm hoch. Oh, shit, 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 shit. Ich muss noch laden. Okay, wo ist Rock? Ganz schön langer Zug, ne? Was ist das denn für eine Fahne? Hab ihn. Hab ihn. Brauchst nicht mehr schießen. Über das Dach? Oh, du sagst, ich mache, ne? Oh, da hätte ich noch was drücken müssen. Jetzt bin ich tot, oder was? Nee, geht weiter. Jo, alles klar. Heli, kann ich mich einfach abballern? Shit. Da mache ich. Wenn ich die mal sehen würde. Das brauchen sie nicht gerne tun. Oh, nachladen. Hash, Vorsicht. Ich hab noch nicht alle. Und du machst ja eh nichts. Yes. Oh, ich bin dabei. Lauf, Schlampe, lauf. Sie kommen an den Seiten rauf. Oh. Das sind auch ein paar von denen. Ja, Hash, du läufst mir immer ins Visier, ne? Da kann ich auch nichts machen, wenn du dann stirbst. Oh, wie das wackelt. Das nervt so sehr.
Ist ein toller Effekt und alles. Aber ich sehe einfach gar nichts. Guck mal, hier, nix. Und dann sterbe ich auch noch gleich. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ich muss mal ganz kurz hier hinten hocken bleiben, Digga. So, jetzt. Die Waffe ist auch Müll. Muss man ja so sagen. Das sagen, wie es ist. Oh, ich besser den. Haben wir es jetzt? Oh, eine andere Waffe. So, jetzt aber. Komm, wir nehmen das hier. Ist, glaube ich, besser. Sicher, geh zur Lokomotive. Wohin? Ah ja. Honey Badger? Nee. K7? Was ist das? Ach so, naja. Egal. Darunter, okay. Merrick, hörst du mich? Hör dich, Ash. Wir nähern uns Rock. Wenn du Schachmatt hörst, schießt du auf unsere Position. Bestätige. Wie bitte? Bitte wiederholen. Du hast mich gehört. Auf Schachmatt. Feuer auf den Zug. Oh, shit. Okay, das war der Befehl. Wir dürfen nichts riskieren, Logan. Auch wenn wir versagen, stirbt Brock. Okay, 3, 2, 1. Hat er gerade mit einer Rakete geschossen? Wow. Oh, nein, ich muss nachladen. Nein! Weg damit! Jetzt! Du hast verloren, Rock. Es ist vorbei. Nein! Schachmatt. Schachmatt bestätigt. Was? Was war das? Was hast du getan? Game over, Rock. Es ist vorbei. Nee, ich hab meinen Bruder auch noch getötet, das jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Nee. Ja, ich. Muss ich jetzt selber schwimmen? Oh Gott! Aber ich wollte ja extra noch auf Rogues Kopf zielen, damit ich meinen Kumpel doch nicht, meinen Bruder sogar nicht, mittreffe. Und was macht das Spiel? Es gibt das vor, oder was? Oh. So, raus hier. Wo muss ich hin? Immer zum Licht. Ich sehe ein helles Licht. Jetzt muss ich die Maustasten abwechselnd drücken. Du hast ihn erwischt, Logan. Du hast es geschafft. Merrick, kommen. Merrick, hörst du mich? Ash, bist du das? Ja, ich bin bei Logan. Wir sind okay. Und Rock?
tot. Er ist tot. Verstanden. Die Föderation zieht sich zurück. Es wird jetzt und hier noch beendet. Halt durch. Sie holen dich ab. Ein denkwürdiger Moment am Ende von Call of Duty Ghosts. Tja. Was soll ich sagen? Das Ende würde jetzt in dem Film darauf hindeuten, dass es vielleicht noch eine Fortsetzung geben könnte. Denn wer weiß denn zu 100%, dass Rock tot ist? Keiner. Keiner weiß es. Und weiß überhaupt irgendwer irgendwas über Riley? Lebt er noch? Ist er beim Arzt? Oh. Und jetzt noch Rock aus dem Wasser, oder was? Nee. Großartigen Ghost abgegeben. Aber das wird nicht passieren. Es wird keine Ghosts mehr geben. Wir werden sie zusammen vernichten. Nee. Nein! Alter! Und ich sag noch, vielleicht lebt Rock ja noch und dann kommt er aus dem Wasser gekrochen, macht uns fertig und zieht mich mit. Das heißt, er wird mir diese Gehirnwäsche verpassen, die er selber bekommen hat. Und dann kämpft man im nächsten Teil auf der Seite der Föderation oder was? Ist das unglaublich? Okay. Finde ich gar nicht mal so schlecht als Ende. Ich meine, zu Ende gebracht wird ja heutzutage gar nichts mehr. Kein Kinofilm hat ein richtiges Ende, kein Spiel hat ein richtiges Ende. Alles Open End, es weiß keiner, wie es weitergehen könnte. Vielleicht war es der letzte Teil, vielleicht kommt ja noch einer. Ich meine, Call of Duty Ghosts ist jetzt nicht das große Mysterium, ob da noch ein nächster Teil kommt, das wissen wir ja alle. Das Ding ist ja, dass die sich immer abwechseln, die Studios, also Infinity Ward und Treyarch. Und als nächstes wäre ja eigentlich Treyarch wieder dran und die machen ja eigentlich eine andere Serie. Die Infinity Ward-Leute, die ja jetzt Ghosts rausgebracht haben, haben vorher die Modern Warfare-Reihe gemacht, die, wie sie gesagt haben, ich weiß nicht, ob sie es sogar richtig offiziell so ausgesprochen haben oder nur einen Hinweis darauf gegeben haben, dass es die Modern Warfare-Reihe nicht mehr geben wird. Ich denke mal, ja, bietet sich natürlich an, jetzt diese Ghost-Geschichte weiterzuerzählen mit Rock und so. Aber dann wahrscheinlich ja erst im übernächsten Teil, was natürlich super, super, super weit weg ist. Aber ich glaube, das ist der erste Call of Duty Teil seit 2-3 Jahren, den ich im Singleplayer tatsächlich durchgespielt habe. Die anderen habe ich immer angezockt, eine Weile gespielt und dann gedacht, und dann mehr so den Multiplayer-Part gespielt. Also jetzt haben sie mich ein bisschen gecatcht. Ich werde natürlich beim nächsten Mal total heiß darauf sein, zu sehen, wie die Story weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Mal gucken, ob ich das überhaupt dann wieder spielen werde. Ich find's immer so ein bisschen müßig, vor allem in der Welt der YouTuber. Ihr habt's ja alle schon 23 Mal bei allen anderen gesehen und dadurch, dass ich durch Arbeit und Real Life nicht so viele Folgen auf einmal machen konnte, hink ich jetzt hinterher. Vielleicht hat sich da jetzt trotzdem doch jemand angesehen. Für die, die daran Spaß hatten, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Die nächsten Spiele, die jetzt so kommen werden oder gerade laufen,
würde ich mal sagen, gerne so ein bisschen nach Spaß aussuchen. Vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt. Ich weiß gar nicht, was gerade auf dem Kanal läuft, wenn diese Folge hier läuft. Aber ich werde jetzt manche Spiele anzocken und von vornherein sagen, okay, ich probiere das jetzt aus. Wenn es nach 3 Folgen mir keinen Spaß mehr macht, dann lasse ich es einfach. Denn ich habe es ja letztes Mal gelesen bei... Was war das? How to Survive hat jemand unter die Kommentare geschrieben oder in die Kommentare geschrieben, dass er gemerkt hat, dass der Kommentator, also Icke, keine Lust mehr hatte und das ihm dann auch nicht mehr gefallen hat. Und das ist ja auch richtig so. Wenn ich daran keine Lust mehr habe, dann werden die Zuschauer es erst recht nicht haben. Deswegen werde ich jetzt, wie gesagt, Spiele mal anzocken, die ich jetzt gar nicht kenne und dann mal sehen, ob ich die überhaupt weiterführe. Ich meine, State of Decay habe ich auch abgebrochen, weil hat mir auch keinen Spaß gemacht. Trap Dead ist ein cooles Spiel, aber auch langzeitmäßig wenn ich das total frei machen könnte und keinen Job nebenher machen müsste, dann würde ich auch so Spiele wie Trap Dead auch noch zu Ende spielen, weil man dann die Zeit hätte, ne? Dann könnte man sich das einteilen. Hauptspiel, Let's Play Together oder sonst was irgendwie, bla bla. So ist es aber nun mal nicht möglich und ich muss ein bisschen Prioritäten setzen. Und das ist halt momentan Feed the Beast, ne? Feed the Beast, richtig geil. Dann weiß ich nicht, was läuft noch gerade? Baphomets Fluch? Kommt ja jetzt im Dezember, Anfang Dezember kommt der neueste raus, da werde ich mich auch mit beschäftigen. Dann habe ich noch eventuell ein zweites Minecraft-Projekt vor, und zwar will ich auf den Mond fliegen, wahrscheinlich, vielleicht, das überlege ich mir nochmal, vor allem, ob ich das alleine machen möchte, weil wir ja schon ein Gemeinschaftsprojekt haben. Wir werden sehen, Pupen. Dann spielen wir noch ein bisschen Multiplayer-Part von Call of Duty Ghosts. Ich muss mich bei Jim Panse noch revanchieren für diesen Battlefield 4-Event. Quatsch, wo er mich gemessert hat. Das kann man natürlich hinnehmen, der alte Sack-Sau. Sack. Ist ja nur Spaß, Jim Panse. Ist ja nur Spaß. Ja, genau. Also, jetzt nochmal abschließend. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn ihr es schon woanders gesehen habt oder einfach nur das hier geguckt habt, weil ihr irgendwie Spaß dran hattet. Fände ich cool. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ganz klassisch, wie das bei mir halt so üblich ist, werde ich die Credits einmal ganz bis zum Ende laufen lassen. Müsst ihr euch jetzt nicht ganz angucken, aber wenn ihr das möchtet, könnt ihr das tun. Ich verabschiede mich schon mal und wir sehen uns dann bei einem anderen Let's Play auf diesem Kanal. Hoffe ich zumindest. Das war euer Fischkopf. Bis zum nächsten Mal und tschüss.